Ja, herzlich willkommen, sagen wir von agrarheute.com, nicht von der Agrarheute TV Wochenshow, sondern wir sagen ein herzliches Grüß Gott aus Würzburg von den Landtechnischen Unternehmertagen 2013. Eine eigentlich jahrzehntelange traditionsreiche Veranstaltung, die in diesem Jahr einen gänzlich neuen Charakter bekommen hat, denn es werden hier in den zwei Tagen, Donnerstag und Freitag, zwei Top-Events zusammengeführt. Deswegen auch der Claim LTU meets Agrartechnik Service Award 2013. Wir haben zum einen natürlich das Treffen der Händlerbranche in der Landtechnik und zum anderen natürlich die Verleihung des Service Awards an nationale und internationale Händler, die sich sowieso um den Service ihrer Kunden verdient gemacht haben. Ja, gestern hatten wir einige spannende Themen. Unter anderem durfte ich hier ganz herzlich den neuen Veranstalter, nämlich den DLV, Deutschen Landwirtschaftsverlag, als Veranstalter dieser Veranstaltung hier begrüßen und damit auch Amos Kotte. Und heute darf ich natürlich zum Teil der Händler eine ganz, ganz wichtige Person hier am Tisch begrüßen, die eigentlich auch mit die ganze Vororganisation geleistet hat. Und deswegen ganz herzlich willkommen an diesem Tisch den Chefredakteur des Fachmagazins Agrartechnik, dem wir eigentlich diese Veranstaltung, den Namen dieser Veranstaltung zu verdanken haben. Dieter Denzer, herzlich willkommen. Vielen Dank, ja. Herzlich willkommen auch hier bei uns in Würzburg. Ja, ich muss sagen, eigentlich muss ich Sie erstmal fragen, Herr Denzer, denn Sie sind eigentlich in den vergangenen zwei Tagen nur am Rotieren. Ich sehe Sie entweder permanent auf der Bühne, im Gespräch, beim Networking oder beim Vortrag halten, stellvertretend für kranke Kollegen. Wie geht es Ihnen denn jetzt eigentlich erstmal? Ja, wie sagt man so schön, Herr, lass Samstag werden. Aber Spaß beiseite, nein. Also man, es ist so, da hat man jetzt ein Jahr lang hingefiebert. Mhm. Man hat das hinter so einem Event, wenn alles, was man sagt, was irgendwie leicht wirkt und so easy, das steckt ja sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Und wenn man mal sieht, das ganze Team, das dahinter gesteckt hat und wie gesagt, ein Jahr lang gearbeitet hat, natürlich, das sind zwei Köpfe, und wo das irgendwo zusammenläuft, aber am Schluss dröselt sich das auf wie bei einem Baum, wie bei einem Ast, sind unheimlich viele Leute, wie bei einem großen Zahn, ja, bei einem Uhrwerk, wo viele, viele Zahnräder ineinander greifen, damit sowas dann so easy rüberkommt. Es geht ja hier um den Fachhandel und das ist eigentlich auch der Grund, warum es die LTU, also die Landtechnischen Unternehmertage, überhaupt gibt, oder? Ja, natürlich. Also es ist, kann man vielleicht schon sagen, mit der Dimension, die das jetzt mittlerweile angenommen hat, es hat ja eine mehr als drei Jahrzehnte lange Tradition. Aber mittlerweile natürlich, also wir haben uns von der früheren Ausrichtung zur jetzigen jetzt fast verdoppelt, weil wir auch natürlich auch ein paar wesentliche Bausteine hinzugenommen haben. Wir haben also jetzt insgesamt 9 verschiedene Workshops, ja, die wir hier anbieten, wo wir zusätzlich, wo wir nicht nur dieses Meet and Greet machen, wo wir hier come together, sondern dass wir sagen, also wir schaffen es auch in kurzen, in Happen auch Fachwissen an dieses Klientel ranzubringen, weil Tatsache ist, die Qualifizierung, diese Qualifizierungsspirale, die Produkte werden immer anspruchsvoller, der Kunde wird anspruchsvoller, dem muss natürlich der Fachhandel auch standhalten mit der eigenen Qualifizierung und mit dem eigenen Wissen. Und von daher gesehen haben wir eben nicht nur, dass wir die Leute über die große Politik interviewen, wir hatten ja heute, es war wirklich absolut einmalig, genau, diese Podiumsdiskussion, dass wir die 5 größten Unternehmen, die von dem weltweiten Landtechnikumsatz von 95 Milliarden, haben die 80 Milliarden repräsentiert und die haben wir gemeinsam auf der Bühne gehabt. Also es war absolutes Novum, sowas hat es vorher noch nie gegeben. Und da bin ich natürlich, wenn Sie mich fragen, wie zufrieden bin ich oder stolz, wie erfolgreich, wie stolz, ja, also da bin ich natürlich auf sowas stolz, dass es uns gelungen ist, mir gelungen ist, sag jetzt mal, diese Leute zu gewinnen, dass sie hier auch, die sind natürlich nicht nur allein wegen jetzt mir gekommen, dass sie mich kennen, sondern dass es mir natürlich gelungen ist, dass sie dem Fachhandel die Ehre gegeben haben. Und wir haben ja hier nicht nur die deutschen Fachhändler da, sondern man muss ja sehen, wir haben erstmals auch die Landtechnischen Unternehmertage auch ein Stück weit europäisiert. Ich sage nur Stichwort Frankreich, genau. Ja, Frankreich, Partnerland Frankreich, ja. Aber das ist vielleicht, Frankreich ist explizit als Partnerland ausgewiesen, aber Tatsache ist, dass wir hier Besucher auf der Teilnehmerliste haben aus 15 verschiedenen Nationen. Und deswegen haben wir ja auch die Simultandolmetscher hier gehabt, also dass wir in Englisch und Französisch simultan übersetzen. Das waren schon alle, das waren schon Bausteine, die natürlich noch weitertragen sollen, weil diese Europäisierung soll natürlich weitergehen und diese Internationalisierung. Im nächsten Jahr haben wir das Partnerland England schon gewählt über den Beirat. Mhm. Also diese Schritte gehen wir natürlich jetzt konsequent auch weiter. Das war jetzt das Stichwort, denn bevor Sie Ihren Gesprächspartner aus der Händlerbranche haben, nämlich Hans-Peter Fricke, werfen wir noch mal einfach einen ganz kurzen Blick in ein Video, das die Kollegen
vor kurzem hier erst gedreht haben, ganz aktuell. Nämlich da geht es um das Thema Stimmung und Stimmungseinfang. Und ich würde sagen, da schauen wir jetzt einfach mal rein, wie die LTU 2013 dieses Jahr angekommen sind. Für mich ist das hier eine Informations- und Kontaktbörse. Ich kann hier bestehende Kontakte pflegen, neue Kontakte knüpfen und mir Anregungen fürs Geschäft holen. Wir haben heute hier den ersten Auftakt in Würzburg und ich bin begeistert von den vielen Teilnehmern, die gekommen sind, und freue mich, dass vor allem so viele unterschiedliche Teilnehmer da sind, sodass wir einen ganz tollen Dialog hier schon starten konnten in der ersten Kaffeepause, die jetzt gerade vorbeigeht. Hier trifft sich der ganze Markt. Hier haben wir ziemlich viel geballte Kompetenz an einem Platz. Es sind sehr viele Entscheider hier und deswegen waren wir sehr froh, dass wir hier an den LTU-Tagen teilnehmen durften. Für mich wichtig ist natürlich die Kontaktpflege der verschiedenen Händler, auch der Industrie. Man kann Netzwerke bilden, muss ich sagen. Es ist Branchenaustausch. Die Referenten sind immer toll. Also ist eine tolle Veranstaltung. Ich habe hier als Gesprächspartner jetzt mit Hans-Peter Fricke wirklich einen profunden Kenner der Landmaschinenbranche, der Fachhandelsbranche. Er ist selbst ja auch, Multiunternehmer, aber ich sage in allen anderen Bereichen, er ist selbst sogar als Gerätehersteller sogar unterwegs. Aber wir wollen jetzt eigentlich mal über die Landtechnischen Unternehmertage, über die Branche, über die Fachhandelsbranche und die Bedeutung sprechen. Der Landmaschinenfachhandel, das ist doch eine absolute Zukunftsbranche, oder? Ja, der Landmaschinenfachhandel ist eine Zukunftsbranche, einfach weil sich die Ernährungsindustrie, weil sich die Landwirtschaft total geändert hat. Wenn man in den 80er Jahren, 90er Jahren noch von Subventionen, von Butterbergen, von Milchseen gesprochen hat, so, dann hat sich das heute geändert. Wir brauchen heute Nahrungsmittel und wir in Deutschland sollten auch unabhängig werden von Nahrungsmittelimporten, und dadurch, dass die Bevölkerung wächst, haben wir einen ganz anderen Blickwinkel, als wir ihn noch in den 90er Jahren hatten, und deswegen ist die Ernährungsindustrie, Landwirtschaft, Landtechnik, weiterverarbeitende Industrie auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor für Deutschland und ja, für Deutschland, weil diese ganzen Gruppen sind auch, schaffen sehr, sehr viele Arbeitsplätze und sind international also auch sehr erfolgreich. Also beispielsweise, dass Herr Dr. Oetker in Italien Marktführer für Pizzaverkauf ist, dass wir mittlerweile wahnsinnig viel Käse exportieren, dass unsere Landtechnikindustrie, ja, die deutsche Landtechnikindustrie ja weltweit mit die innovativste Industrie überhaupt ist. Und das zeigt halt eben, dass sich unsere Branche, dass es eine Zukunftsbranche ist und dass sie sich auch gerade in Deutschland besonders gut entwickelt hat. Ja, weil wir gerade Arbeitsplätze sind. Wie viel Mitarbeitern gibt eigentlich die Firma Fricke eigentlich einen Arbeitsplatz? Ja, das sind insgesamt 1050 Arbeitsplätze, wobei ich sagen würde, in dem Agrarbereich, Agrartechnikbereich, alles was so mit dazugehört, arbeiten ca. 850, 900 Mitarbeiter. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Was man vielleicht hier auch mal, wenn man die Chance mal hat, das mal nach außen zu geben, aus der Fachwelt raus mal rauszugeben, dann ist dieser extreme Wandel des Berufs, des Mechanikers. Also vielleicht da mal ein paar Sätze dazu. Das soll ja ein neues, haben wir gestern gesehen, soll ja ein neues Berufsbild, das soll ja umfirmiert werden, also nicht mehr Land- und Baumaschinenmechaniker, sondern Land- und Baumaschinenmechatroniker, soll ja das Berufsbild, soll er seinen Namen ändern. Ja, also ich selbst habe auch einmal Landmaschinenmechaniker gelernt, darauf bin ich auch stolz. Und wir haben damals eben sehr viel mechanisch gearbeitet, das heißt, wir haben bei uns zwar Schweißen, Drehen und Fräsen und Metallarbeiten waren sehr wichtig. So, das hat heute alles sehr, sehr stark abgenommen. Heute ist halt eben Elektronik in den meisten Maschinen verbaut. Das ist also für den Mechaniker wird immer wichtiger. Er muss also Schaltpläne lesen können, er muss mit dem Laptop arbeiten können. Oder nehmen wir das große Feld Precision Farming.
mit GPS, wo er dann halt eben auch sich sehr stark mit IT auseinandersetzen muss. Ja, herzlichen Dank, Dieter Denzer, Chefredakteur des Agrartechnik-Fachmagazins des Deutschen Landwirtschaftsverlages und seinem Gesprächspartner Hans-Peter Fricke. Ja, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende vom Tag 2, den Landtechnischen Unternehmertage 2013 in Würzburg, angelangt. Ich kann Ihnen noch einmal den Hinweis geben, wenn Sie hier nicht mit live dabei waren, dann schauen Sie doch einfach mal unter www.agrarheute.com. Dort finden Sie in der Mediathek wieder einen Zusammenschnitt des heutigen Aufzeichnungstages und auch verschiedene Veranstaltungen, Workshops, die Kollegen von agrarheute.com natürlich mit ihrer Kamera und mit verschiedenen Interviewpartnern begleitet haben. Weitere Infos zu den Landtechnischen Unternehmertagen 2013 finden Sie außerdem noch auf der Homepage www.ltu-tage.de. Unser heutiges Highlight ist noch, und da kriegen Sie eine Zusammenfassung ab kommender Woche auf agrarheute.com, die Verleihung des Agrartechnik Service Award 2013, bei dem die besten Landmaschinenhändler national und international ausgezeichnet werden. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zusehen und vielleicht bis kommendes Jahr, wenn es dann heißt LTU 2014.